Hallo Leute und herzlich willkommen in LinkedIn Video. Heute wollen wir ein Video mit euch machen und zwar, heute seht ihr mein Gesicht natürlich nicht. So, und weil ich heute was mit euch basteln will, also zwar nicht basteln, sondern Origami falten. Ich bastel ein Schiff und ein Frosch. Und dafür braucht ihr einen Stift. Ich habe mal den Stift genommen. Und ja. Also, ich bastel den Frosch erstmal. Oder? Ja, und dazu braucht man eine Schere, wenn man so ein A4-Blatt nimmt. Also, ja. Ja, Leute, ich habe mir gedacht, ich drehe mich trotzdem mal um. Aber, ups. Mein Kamera ist schief geworden. Und ja, also ein Frosch zu basteln. Also am besten nimmt ihr ein A4-Blatt. So. Am besten nimmt ihr ein A4-Blatt, weil ich mache es halt mit A4-Blatt. Ihr knickt es einmal um. Also hier seht ihr dieses Blatt. Und dann knickt ihr das zur Hälfte. So, dass hier oben eine Spitze hergestellt wird. Und dann knickt ihr das mal. Das ist nicht schlimm, wenn ihr nicht so richtig knickt, sondern irgendwie komisch. Weil das passiert jemand mal. Das passiert selbst mir auch noch. Also jetzt schon. Also, wie sieht das danach aus? Eine Klappe, zum Beispiel ein Weihnachtsbaum. Also Klappen. Und dann entsteht hier so ein Strich. Es knickt ja richtig gut. Nehmt eure Nagel und streicht das durch. Weil es muss auch irgendwie fest sein. Und hier gerade eben ist mir das nochmal passiert. So, jetzt. Und dann seht ihr diesen Falt hier, also diese Strich hier. Da schneidet ihr lang, bis es irgendwann quadratisch wird. Ihr schneidet einfach vorsichtig lang. So. So sieht das danach aus. Also hier so ein Falt. So muss es aussehen. So. Hier so ein Strich. Und hier so ein Knick. Wenn ihr dann da umknickt, dann sieht es so aus. Das ist zwar quadratisch, so kann man auch halten. Und dann legt ihr es hin, dass der Falt direkt vor euch liegt. So, so, so liegt er vor euch. So, so liegt er vor euch. Und dann dreht ihr den um. Und so, genau. Also dieses Knick soll so aussehen, wie ich euch gerade eben gezeigt habe. Und dreht es einmal um, das sieht dann immer noch so aus. Und dann knickt noch einmal. Ihr könnt auch ein buntes Papier nehmen, wie ich. Und ihr könnt auch ein weißes Papier nehmen. Und dann dreht ihr das mal zur Seite und dann ist hier so ein Strich vor mir. Knickt ihr nochmal, aber dann müsst ihr vorsichtig sein. Ich nehme das immer hoch. Und guck, wo die Kante ist. Und dann messe einfach die Kante ein. Weil so ist es auch leichter. Wuppdiwupp. Noch da muss es ungefähr zeigen. So sieht das aus. Jetzt, da, wenn ihr das knickt, dann sieht es nämlich hier so ein Strich aus. Da
dann mach das nochmal so. Und dann dreht ihr das wieder, macht ihr das wieder auf, dreht das wieder um. Wo macht das gleich wie vorher, was ich euch gezeigt habe. Und dann klappt ihr das auf. Macht das ein Kreuz vor euch steht, so sieht das dann jetzt aus. Und dann steht ein Kreuz hier. So ein Kreuz quer, so und dann so. Und dann ist es nicht mehr so, sondern ist das so. Okay. Und knickt auch nochmal um. Wenn ihr nochmal umknickt, dann nehmt ihr wieder eure Fingernägel. Nagel meinte ich. Oder Nägel. Also ich nehme den Daumen. Das ist das leichter. Und dann sieht das so aus. Oder kann man das auch so machen. Hier ist die offene Seite. Dann sieht das so aus. Wenn hier die zur Seite ist, dann sieht das so aus. Ich hoffe, dass ihr keinen Fehler gemacht habt. Klappt das wieder auf. Dreht das wieder um und knickt es nochmal. Und das macht ihr an den gleichen Seiten. Nee, ich höre nicht auf. Und dann dreht ihr das nochmal ein Stück. Und dann sieht es so aus. Dann knickt ihr es nochmal, dass bald ein Stern entsteht. Also wir machen natürlich einen Frosch, keinen Stern. Oder auch was immer. Und dann nehmt ihr wieder eure Fingernägel und streicht das durch. Und das öffnet ihr wieder und macht es wieder zu. So klappt ihr das wieder auf, dann sieht das so aus. Wenn hier die zur Seite ist, dann muss es für euch so aussehen. Und wenn da die offene Seite ist, dann muss es so aussehen. Ich habe dir das wieder auf. Jetzt ist das Schwerste. Dann legt ihr es so kreuz und quer bei euch hin. Und so. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. So legt ihr das bei euch hin. Und dann knickt ihr das einmal. Jetzt ist das schwer. Und dann macht da die diesen Knick so irgendwie, nee, am besten macht ihr es irgendwie so, also so, so, das ist am einfachsten, aber das darf kein Viereck entstehen, zum Beispiel nicht so, sondern das soll so entstehen. Irgendwie knickt ihr das und dann macht das irgendwie so. Da müsst ihr das richtig knicken. Macht ihr so. Dann macht ihr so. Dann knickt es um. So sieht es unten aus. So sieht es oben aus. Und dann faltet ihr das so schön nach oben und sehr ordentlich.
so, dass es so aussieht. Und dann macht ihr so. Und dann dreht ihr es um. Und dann macht ihr nicht mehr so, wie ich nochmal, sondern danach macht ihr so. Also, so, auf die, ihr müsst immer auf die Linie achten. Und ich gucke jetzt nur auf die Kamera. Und ich mache erstmal die eine Seite und so. So soll das Ganze schon mal aussehen. Und das gleiche macht ihr schön auf der anderen Seite. Knicken. Ich hoffe nicht, dass ihr alle wisst, wie man einen Frosch faltet. Und vielleicht dreht ihr auch Videos, dann könnt ihr das gleiche machen. Wie ihr merkt, hier ist dieses Kopf ja schon und hier sind die Beine. Aber jetzt wollen wir die Beine schief machen. Und zwar, dann legt ihr euch das hin, macht es, nimmt ein Stück davon und dreht das einfach. Ich meinte so. Nee, dreht das lieber um. Und dann macht ihr so einen Knick. Dann sieht es schon. Ich meine schon. Dann macht ihr so einen Knick nach hinten. Ups. So, dreht ihr das um, macht einen Knick nach da, oder? Ja, dann macht ein Knick nach außen. So sieht es dann aus. Und von vorne sieht das so aus. Das erste Bein. Und dreht das wieder um. Macht wieder so. Dann sieht das so aus. Dann malt ihr natürlich noch das Gesicht hin. Ich bin ein Mädchen, dann male ich ein Mädchen hin. So gut kann ich auch nicht ein Gesicht malen. Und die Nase natürlich noch. Riecht voll nach dem Dom, ne? Ne, Cindy? Cindy, meine Cousine natürlich. So sieht das dann mein Gesicht aus. Ich habe mir gedacht, beim nächsten Mal mache ich mit dem Schiff. Und ja, wir sehen uns halt und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Genau nach dem Video, dann lade ich den Video von dem hoch und dann machen wir ein Video mit dem danach. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Und natürlich abonnieren nicht vergessen. Tschüss Leute, bis zum nächsten Mal.